So, meine Lieben, weiter geht's. The Long Dark. Die Fußreise jetzt vom Haus des Bärenjägers bis zu unserem Lagerbüro habe ich euch mal erspart. So, wir müssen gucken. Was laden wir erstmal wieder aus? Wie immer alles, was wir gerade nicht brauchen. Auch voll. So, was haben wir hier noch? Eine Jeans hatten wir hier noch. Jede Menge Nähzeug. Das wir später noch brauchen. Taschenlampe, kann man mit der eigentlich irgendwas machen? Die zumindest vielleicht auch mal reparieren? Drei Liter Trinkwasser. Wir sind ja nochmal auf dem Weg zu Jeremiah hin. Das heißt, wir können hier auch nochmal. Einlagern. So, 22, ach hier, Altholz. Das legen wir mal noch hier neben Ofen. Ablegen, 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 ablegen. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zu Jeremiah. Warte mal, ich habe jetzt noch, wie viel Wasser habe ich jetzt noch mit mir rumschleppen? 2 Liter. Ich kann mir, wenn ich da bin, frisches Wasser machen. Ich denke, ich kann hier noch 1 Liter ablegen, oder? Gut, erstmal austrinken noch schnell. Hier, hier, hier. Wo ist das Wasser? Hier, leg mal noch 1 Liter ab. So, dann können wir jetzt 10 Kilo Stöcker sammeln. Und zwar alles, was wir jetzt auf dem Weg zu Jeremiah finden. Und da oben fangen wir gleich mal an. Warte mal, hier diese eulige Strippe, kann man die hier auch auseinandernehmen? Da gibt es auch Stöcker für, oder? Gutes Gestrüpp. 7-mal Stock. Dann. Aber wir dürfen auch nicht zu spät ankommen, oder? Gut, aber wenn wir jetzt hier einmal. Wie viel Kilo Fleisch hatte ich mitgenommen? 3 Kilo, ne? Das ist hier noch voll. Oh ne, der ist fast alle. Und der ist auch fast alle. Dann sollte ich mir auf dem Weg noch einmal Fleisch mitnehmen. So. Noch liegt er noch da. Und dann gehen wir jetzt einmal darüber und sammeln alles Mögliche ein. So, ich weiß auch nicht, ja, wollt ihr mir jetzt dabei zugucken, wenn ich hier Stöcker sammle? Ich glaube nicht. Ich denke, das werde ich jetzt mal nochmal offscreen machen. Wir sind jetzt bei knapp 4 Minuten, das muss ich mir merken. So, von daher, ich sammle hier fleißig und für euch bin ich ja dann gleich wieder da. Also dann bis gleich. Ahoi. So, Leute. Knapp 100 Stöcke habe ich heute noch sammeln können. Und wie ihr seht, es wird jetzt wieder dunkel. Und wie sich das hier hört, als Mann der Natur, wenn es dunkel wird, dann gehen wir rein. Oh, hier totes Gestrüpp. Da gibt es nochmal 7 Stöcker, die nehmen wir natürlich noch gerne mit.
So, jetzt geht es doch schon ein bisschen langsam. Wir sind überladen. Sehe ich wieder 37 Kilo. 122 Stöcke habe ich gesammelt. So, damit können wir doch erstmal hier bei Jeremiah anständig Zuneigung gewinnen, oder? So, jetzt sieht aber nicht nach einer Aurora-Nacht aus. Ich habe auch mal gelesen, das kann noch mal 10, 20 Nächte dauern, bis wieder eine Aurora-Nacht kommt. Ich hoffe, es geht dann ein bisschen schneller. So, ich möchte dir gerne Gegenstände geben. Stöcker. Jetzt muss ich hier jeden einzeln klicken. Jawohl. So, okay. Juhu, wir haben 245 Vertrauen jetzt bei ihm. So, und das bedeutet Tagebuch, Person, Jeremiah. Wir haben jetzt freigeschalten, Wissen, Katerstaudamm. Weltrelevante Informationen zum Katerstaudamm. Und wir können jetzt Rehlederstiefel basteln. Können wir? Können wir? Warum können wir nicht? Geht das vielleicht nur in der Werkbank? Warte mal. Nee. Aber ich habe doch das jetzt freigeschalten. Oder muss ich erst mit dir nochmal reden? Abgeschlossen? Achso, abgeschlossen heißt wir verlassen. Bedrückt mich etwas? Ja, mich bedrückt jede Menge was. Und zwar Katerstaudamm. Was weißt du über den Damm? Nur genug, dass ich hindurchkomme, wenn ich es muss. Dort herrscht das reinste Chaos. Ein ungewöhnlicher Ort für einen Damm. Ja, es rankt sich eine merkwürdige Geschichte darum. Großer Bär ist voll von diesen lokalen Geschichten. Achso, das ist die Insel, ne? Da wollte sich wahrscheinlich nur wieder jemand bereichern. Und das ist jetzt die weltrelevante Information? Willst du mich verarschen? Unterschlupf. Scheint, als würde das Wetter jederzeit umschlagen. Ja, aber das ist noch gar nichts. Warte, bis ein Schneesturm aufzieht. Dann steckst du draußen fest. Oder läufst tagelang im Kreis. Oder stirbst. Darauf würde ich lieber verzichten. Nur wenn du keine andere Wahl hast. Grabe eine Kuhle in den Schnee. Natürliche Ausrüstung. Dein Bärenfellmantel sieht echt warm aus. Das ist er. Das beste Fell hier draußen. Bietet Wärme und Schutz. Du kannst auch so einen haben. Echt? Na sicher, du musst nur einen Bären... Ich hab einen Bären erlegt, du Idiot. Wenn du dich dem nicht gewachsen fühlst, kannst du ganz passable Kleidung aus Rehleder herstellen. Es ist weich und schützt ganz gut. Gut zu wissen. Ah, haben wir jetzt das vielleicht freigeschalten? Überlebenswerkzeug. Okay, das war das mit der Schmiede. Das kennen wir schon. Ah, jetzt haben wir sie freigeschalten. Rehlederhose und dazu können wir zweimal getrocknete Rehhaut und viermal getrockneter Darm. Dann könnten wir uns selber Stiefel herstellen. 12 Stunden. Aber wir hätten dann wieder Schuhe. Das wäre natürlich eine Maßnahme. So, wie auch immer. Wie voll sind wir beladen? 19,5 Kilo. So, das heißt, wir nutzen sein Endlosfeuer und legen uns mal noch einen schönen 5 Liter Wasservorrat an. Thank you.
eigentlich müsste ich das Ganze nochmal machen, weil ich jetzt 10 Kilo mitschleppen kann. Jetzt müssen wir schnell mal was trinken. Und zwar was von dem Trinkwasser. Wasser kochen. So, und dann legen wir uns schlafen bis morgen früh. Das haben wir natürlich hier die halbe Nacht durchgemacht. Das ist, war auch nicht ganz so meine Absicht. Aber gut, nicht so schlimm. So, dann gehen wir jetzt in den Schlafsack, schlafen 6 Stunden. So, und dann bringen wir am neuen Tag bringen wir das Wasser zum Lagerbüro. Ja, und dann gehen wir nochmal Stücke sammeln, würde ich sagen. So, es ist am Morgen, es ist hell, wir trinken nochmal was. Wie weit sind wir ausgeruht? Ungefähr ein bisschen genau. Gut, Jeremiah, ich bring mal das Wasser weg. Und geh nochmal Stöckchen sammeln. So, das kann ich aber wieder offscreen machen, denke ich. Das wäre jetzt bloß langweilig und was soll ich sonst erzählen? Ja, Politik, Finanzen, was auch immer. Keine Ahnung. Also dann, ich verabschiede mich hier für den Moment. Und ich denke, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich hier wieder ein bisschen was gesammelt habe. Bis gleich. So Leute, ich bin hier voll am Holz sammeln. Und da hinten, da ist ja irgendwas. Brennt da ein Feuer oder was? So, das sind hier die komischen Jeremiahs Jagdgründe hier. Wo wir damals ein Reh jagen sollten. Da brennt doch ein Feuer. Wieso brennt hier jetzt ein Feuer? Gefrorene Leiche. Brief für Hengs Nichte lesen. Liebe Angela. Angela, ich habe dir immer gesagt, dass die Zeit kommen wird, in der du dich eine Weile verschanzen musst. Ich dachte dabei eigentlich immer an das Erdbeben, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie schlimm die Lage auf Großer Bär werden würde. Welchen Grund du auch immer hast, wenn du je eine Weile untertauchen musst, wenn du es in der Stadt nicht mehr aushältst oder wenn du deine Mama hier auf der Insel besuchst, verwende diese Information, um meinen Vorratsbunker zu öffnen. Ja, ich weiß, deine Mama hat dir gesagt, Onkel Hank wäre ein verrückter alter Knacker und du solltest dich von mir fernhalten. Zu viel Zeit im Internet, was? All diese verrückten Prepper-Websites. Nun, ich sage das nicht zu dir, aber zu ihr. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, habe ich doch gleich gesagt, in Liebe, dein Onkel Hank. Schlüssel zu Hengs Schließkassette. Ein Cola. Ein Messer. Noch mehr. Ein Endlosfeuer. Und Hengs Luke beim Aussichtsturm. Scheiße, ist da jetzt dieser Bunker gespawnt oder was? Hengs Luke. Okay. Gut, da schauen wir nochmal hin. Später. So, auf jeden Fall hatten wir hier erstmal ein Schön, wir haben erstmal ein bisschen was. Dann essen wir mal noch ein bisschen was. Dann
trinken wir mal noch ein bisschen was. Cool, wir haben jetzt hier ein Lagerfeuer. Noch ein Endlosfeuer. Schön. So, aber eigentlich bin ich ja hier lang gerannt. Ich wollte noch weiter Stöckchen sammeln. Da hängt noch eine Bartflechte. Ich glaube, eine fehlt mir noch. Für einen neuen Verband. Dann nehmen wir den gleich mal mit. Und aus irgendeinem Grund spackt meine Festplatte jetzt in dieser Aufnahme schon wieder rum. So. Naja, gut. So, ich, also, passiert doch immer wieder was Neues. Vor allem am Aussichtsturm, das werden wir doch wo finden. Ich denke, da gehen wir dann nochmal lang. Der Aussichtsturm, wie wir da jetzt hinkommen, das wissen wir ja. Eigentlich immer an den Gleisen lang und dann da ein bisschen abbiegen nachher. So, wir dürfen uns jetzt hier bloß nicht verlaufen auf dem Weg zur Hütte zurück. Wie viele Stöcke habe ich denn? Schon wieder 87. Ja, das hat man auch sehr oft hier, ne? Der Zweig ist nur aufgemalt. Zwischendurch habe ich auf einmal direkt neben mir sind Äste neu gespawnt. Ja, die tauchen dann einfach wieder auf. Warte mal, das ist doch hier die Gegend. Hier bin ich immer hochgelaufen. Genau. Jetzt wird es windig. Das ist nicht gut, aber es ist ja nicht mehr weit bis zum Bärenjäger. Und wir werden jetzt schnell Temperatur verlieren. Und hier wieder einer nur aufgemalt. So, jetzt dürfen wir hier nicht den Weg verlieren. Und hier, das sind da die beiden Berge, die dann immer im Nebel aufgetaucht sind. So, und da hinterm Berg ist ja dann schon wieder der Bärenjäger. Dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt nochmal alles ein, was wir hier finden. Ja, und dann schauen wir mal. Also ich beende noch mal kurz die Aufnahme, mache noch weiter bis dunkel ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, so viele Stöcke habe ich im Moment nicht gefunden, weil ich ja hier hinten schon alles abgesammelt habe. So, aber mittlerweile, wir sind wieder anständig überladen. Müde sind wir auch, wie wir sehen. Es wird auch dunkel. Genau, das sehe ich ähnlich. So, jetzt habe ich aber nicht auf die Uhrzeit geachtet, wie viel ich jetzt insgesamt hier aufgenommen habe. Von daher würde ich sagen, hier wir... Ja, mich bedrückt etwas. Ich möchte dir noch ein paar Gegenstände... Stoff. Aber immerhin 119 Stöcker. Also so viel dürften dann gar nicht mehr fehlen. Und okay, 364. So, und das, der Maximalwert war 375, glaube ich, ne? Vertrauen.
ab 375. Das heißt, wir haben jetzt noch Herstellungsblaupause für die Schneehütte freigeschaltet und weltrelevante Informationen zum Leuchten. Das ist interessant. So, dann los. Bedrück dich etwas. Kriege ich das? Hä? Fackeln? Genau, so. Ich beschwere mich wieder über die Wölfe. Und er weiß einen Ort, wo ich ein paar Fackeln finde. Großer Bär. Lebst du schon lange auf Großer Bär? Lass es gut sein. Aber wenn ich hier schon festsitze, dieser Ort hat seine eigene Geschichte. Fremde wissen nicht viel darüber. Es ist fast so, als würde Großer Bär nur für die Menschen existieren, die hier leben. Ich glaube, die Leute bleiben in ihrer eigenen kleinen Welt gefangen. Scheint so. Du willst also wissen, warum wir hier keine Fremden mögen, ja? Ja. Kannst du mir etwas über die Umgebung erzählen? Was willst du denn wissen? Also so richtig erzählt er mir nichts. Vertrauen oder? Ja. Das war's. Oh, Tagebuch. Wissen aktualisiert. Zeig mal her, was haben wir denn hier? Was ich weiß über Orte. Aktionen. Personen. Wissen zu Personen. Ach Mensch, hier muss ich gucken. Hab ich sonst hier noch irgendwas? Neue Hoffnung? Infektionsrisiko? Das haben wir alles erledigt. Nebenstory. Hengs Luke. Durchsuche den Förster-Aussichtsturm nach Hengs Schließkassette. Ach, ist das oben? Stimmt, da oben war was verschlossen. Ich erinnere mich. Ja, hier gibt es noch jede Menge Vorratsverstecke. Da habe ich nicht alles gefunden. Hier haben wir Briefe und alles Mögliche. Allgemeine Notizen. Okay. So, was ich natürlich jetzt neu habe hier, ich kann jetzt auch eine Schneehütte bauen. Dafür brauche ich 15 Stöcke und 5 Stoff immer. So, dann los. Dann lass uns mal was essen. Dann lass uns mal was trinken. So, dann lass uns nochmal 5 Liter Wasser machen. Und dann lass uns die auch gleich kochen. Dann können wir die wieder mitnehmen zu unserem Hauptquartier. Und den Rest der Nacht schlafen wir uns aus. Gut. So, dann lass uns 8 Stunden ruhen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, beende ich die heutige Aufnahmesession. Ich habe jetzt zwar bloß 3 Folgen zusammen, habe aber knapp eine Stunde länger gespielt. Wie sieht's aus? Ach so, es ist immer noch dunkel. Halt. Dann lass uns noch mal eine Stunde schlafen. Oh ne, 2 Stunden. Jupp, jetzt ist hell. Ein bisschen Magen haben wir auch noch. Hier weiß ich jetzt nicht, wie lange hält sich geschmackloses Trockenfleisch. Obwohl, so viel Kalorien hat es auch nicht. Dass man das jetzt unbedingt aufheben muss. Ach so, jetzt merke ich gerade, wenn ich das jetzt nehme, das speichert er erst ab, wenn ich wieder einen Raum betrete. Gut. Also los, jetzt einmal raus. Ja, so, dann gehe ich nochmal kurz rein, damit ich einen Speichervorgang habe. Gut, so, was machen wir in den nächsten Folgen? In den nächsten Folgen kurzen Plan machen. Also, wir gehen jetzt erstmal hier lang wieder zurück zu meinem Hauptquartier, das Wasser abliefern. Dann nehmen wir wieder Nahrungsmittel auf und versuchen
gehen hier oben, nicht versuchen, wir gehen nochmal hier in den Turm, um die Kiste zu öffnen von Hank. Wer weiß, was da Interessantes drin ist. Dann, wenn wir schon mal hier oben sind, dann können wir auch nochmal gucken, ob wir vielleicht hier diese Vorratsverstecke noch finden. Dann rennen wir wieder zurück zum Pelzjäger. Bis dahin sollten wir da auch die letzten 9 Stöcker gefunden haben, die uns noch fehlen. Ja, und dann denke ich, können wir gucken, dass wir den Staudamm, über den Staudamm hier die Map verlassen. Dann sollten wir hier so ziemlich alles erledigt haben, was wir erledigen können. Also, klingt nach einem Plan. Von daher verabschiede ich mich. Ahoi.